Guten Morgen. Alter, auch schon seit 24 Monaten ist das wild. Guck mal, was ein geiles Super Bowl-Emote du jetzt vom Namen hast. Shreddy ist, Dankeschön für diese krank lange Zeit, mein Lieber. Guten Morgen, Dankeschön. Alles gut, Mumi. Guten Morgen. Und Hattie ist auch am Stissel. Wie geht's dir, Hattie? Jetzt kommen die ganzen Mods hier. Fehlt nur noch Sarah, oder? Nasco schreibe ich eh ab. Dankeschön, Shreddies. Küsschen. Ja, stimmt. Lugi gibt's ja auch noch. Hallo Nishika. So, rein. Kanisterkopf. Moin, Singer. Wir gehen rein ins Game. So, mal gucken, ob ich es noch kann. Erstmal Kickoff Middle. Oh, Hattie, ich hab's nicht einfach überlesen. Vielleicht habe ich auch Hallo gesagt. Tut mir leid, aber guten Morgen an dich. Und Curry, hau run, mein Schatz. Guten Morgen auch an dich. Oh, der Kick ist ein bisschen kurz. Schönes Ding. Also, wir spielen gegen die Cincinnati Bengals. Beide Teams stehen 11-4. Die Bengals sind Zweiter in der AFC. Wir sind Dritter. Erster sind die Broncos, die auch 11-4 stehen. Also, es geht auch darum, die Bye Week klar zu machen in den Playoffs. Wir spielen danach noch gegen die Seahawks. Genau, noch zwei Spiele, dann sind Playoffs. Also, super, super eng alles. Und ich habe lange nicht gespielt. Also, no pressure. So, wir fangen an mit einem Contain. Oh oh. Sie adjusten schon. Cole Kmet. Nein, nicht nur ich, Mu, auch der Chat, ne? Erzähl die Wahrheit. Zweiter und fünf. Alter, Lamar Jackson ist so schnell. Nein, 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 nein! Digga! Ich habe den Spieler übernommen und habe aus Versehen. Also, er hat ist kurz stehen geblieben, sozusagen. Ihr seht's jetzt. Ich habe irgendwann den Spieler angewählt. Oder? Er hat doch kurz Pace verloren, oder nicht? Junge, was ist das für ein kranker Touchdown? Auf Goodwin. Junge. Monsterplay der Bengals. Bisschen bitter, dass ich da die Übernahme verkackt habe. Boah, das wird schwer. Das wird schwer. Puh. Egal, egal. Kampf annehmen. Das ist ein Top-Team. Die müssen wir schlagen, wenn wir um Super Bowl spielen wollen. Let's go. Ich weiß gar nicht, wie wir das letzte Spiel gespielt haben. Ob wir gerade von einem Sieg kommen oder einer Pleite. So, wir fangen mal mit dem Lauf an. Ja, war ein krasser Touchdown. Schön, Dylan. Zweiter und eins, guter Lauf. Oh! Junge! 31 Yards? Hä? Krass, ich muss viel öfter mit Fields rennen. Ich dachte, ich bin schnell genug, um dem einen da zu entkommen und dann hatte ich Platz. Geiles Play. Bisschen risky, aber... Wer ist das? Die 90? Clowny? Nee, ich weiß nicht. Boah, wenn der Safety nicht gekommen wäre. Let's go. Oh! Bisschen zu spät geworfen.
Schade. Das war nicht so gut. Ein Lauf. Jawohl. Der Lauf funktioniert ganz gut. Dritter und drei. Versuchen mal reinzulaufen. Oh, nee. Vierter und eins. Wir spielen das, oder? Ich habe so ein Gefühl, gegen die Mannschaft müssen wir ein bisschen risky spielen, um da mitzuhalten. Wir sneaken. Let's go. Reicht. Wichtig, wichtig. Sehr schön. Hä? Wie ist er denn hingefallen? Wie kann er hingefallen ist? Egal, first down. Sehr schön. Drive bisher ist ordentlich. Jetzt nur ihn zu Ende bringen. Versuch mal ein Screen. Oh, er bleibt hängen. Aber es läuft gut. Ah, ist da kurz hängen geblieben. Oh, Lawrence ist das. Und er ist verletzt. 2-4. Versuchen mal jetzt ein Jet Play mit Chase. Nein. Hätte ich vielleicht reincutten müssen mit Tony. Das waren zwei. Oh oh. Oh oh. Jawohl, easy! Jerry Jeudy! Easy thing! Okay, was machen die beiden? Geil! Schön gespielt, glaube ich. Marvin, danke schön für den Follow. So, also, den Kampf aufgenommen. Nice. 7-7. Nice! Sehr schön. Willkommen, Marvin. Genau, Hetty. Oh, bisschen verkackt den Kick. Ja, wieder nicht ganz durch. Runter mit ihm. Moin, ich bin's, Marvin. Hab ein neues Konto. Hallo, Marvin. Okay. Oh, guter Lauf. Alter! Alter! Bricht ja zwei Tackles, der Kollege Akers. Starker Lauf. Komm, jetzt mal ein bisschen blitzen. Jawohl. Sehr schön. 2-8. Blitzen weiter. Scheint gerade ein probates Mittel zu sein. Jawohl! Lamar Jackson intercepted. Nice! Da ist die Defense von Snitey. JC Horn. Kaum ist der Druck da, macht er Fehler. Sehr schön. Sehr schön. I like that. Erster Turnover, wir haben den Ball. Und das Momentum ist ein bisschen auf unserer Seite. Ja. 2 Yards nur. Müssen vielleicht Jamar Chase mal ein bisschen ins Spiel bekommen. Do the combat, try
Habe ich nicht getraut, weil der Safety hat da so aufgepasst, sag ich mal. Dritter und 8. Oh oh. Da hilft jetzt nur noch ein starkes Play von Booker, Chat. Das war nix. Zu früh geworfen. Schade, der Drive war leider nicht so geil. Naja. Konnten den Turnover nicht wirklich nutzen. Nee, best. Das war jetzt nicht so gut. Chase noch nicht im Spiel. Also konnte er jetzt wenig für, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Schade. Ist direkt wieder Momentum auf deren Seite. Das geht so schnell. Sehr schön. 2010. Zweiter und 10. Ui, ja, Lamar nicht so gut. Dritter und 10. Er kommt mit dem Blitz nicht so klar, oder? Jedes Mal, wenn ich blitze, wirft er hastig. Dritter und 10. Junge, Akers haut da Leute um. Aber auch da, free and out. Nehme ich an. Ja, sie hauen weg. Kriegen den Ball wieder. Defense hält. Bis auf dieses eine Big Play auf Godwin. Läuft's. Oh, in den Mann reingerannt. Ich wusste nicht, ob da noch einer kommt. So. Schön Hamler. First down. First down für Hamler. Ja, lauf durch, Etienne. Oh, Cushenberry, unser Center. 2004, das ist natürlich nicht so gut. Dann jetzt mal ein Lauf für Etienne. Jawohl. Nein, hab ich so früh reingekattet. Moin, Skipper. Aber guter Lauf. Laufspiel gefällt mir. Vielleicht jetzt mal das lange Brot versuchen, Freunde. Oh Gott, das war ein Fehler. Na, was nicht. Chase kam zurück, zum Glück. Da ist er, Jamar. Wir müssen ihn rausnehmen erstmal. So, vielleicht jetzt mal Play Action, Freunde. Aus dem Nichts. Was meint er? Komm. Komm. Ja, Skipper, haben wir schon drüber gesprochen, aber du kannst natürlich gerne auch was reinschreiben. Nein! Nein, er blockt ihn nicht! Alter, 2017, es war völlig der falsche Call. Boah! Falsches Play von mir hier. Ich dachte aber auch, der blockt besser. Versuchen wir mal auf Atze zu hören und Cross-Play auszuwählen mit Judy. Nein! Den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, er läuft mit Judy. Oh, den Drive habe ich weggehauen. Durch mein Play-Calling mit Play-Action und dann Cross. Völlig falsch gewählte Spielzüge für die Situation von mir hier. Akers muss mal auf den Boden der Tatsachen gebracht werden. Nicht gut gemacht. Schade. Auch eine Interception von uns. Also doch kein Cross-Atze. Oh, Fumble! Unser Ball! Strong! Godwin fumbled den Ball.
Ja, war gut gemacht, dass wir da eine Interception geworfen haben, um hier den Fumble. Oder hat er ihn schon? Ja, nee. Ward war's. Denzel Ward. Dürfte zählen, oder? Bitte. Hat er. Da würde ich jetzt auch sagen, Atze. Ich glaube, es ist kein Fumble, oder? Ich weiß nicht. Pete! So knapp vor 12 Monaten. Dankeschön, Pete, für 11 Monate. Vielen lieben Dank. F in den Chat, bitte. Danke, 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 Pete. Küsschen. Ach, ja, okay, schade. Dritter und 4. Trotzdem starkes Play. Wir bleiben dran. Welcome back, Patty. Jawohl, schöne Defense. Defense hält. Defense ist stark. Vierter und 5. Vierter und 5. Oh, da war kein Blocker mehr da. 42 Yard Linie. So, jetzt nochmal. Play Action. Ich will beweisen, dass es eigentlich ein guter Call war. Mehr mit Fields laufen. Schön. Schön. So. Ach, schade. Gut aufgepasst da vom Verteidiger. Schade. Zweiter und 10. Lauf vielleicht nochmal. Laufspiel ist eigentlich ganz gut über ETN. ETN. Ach, schade, hat er gerochen. Dritter und 9. Wieder schwierig, Mann. Das kann es ja nicht sein. Komm. Trust Jamar Chase, Freunde. Trust Jamar Chase. Oder Trust Tony. Kadarius Tony. Nice. First down, wichtig. Giants-Legende, oder, Janni? Nice. Und jetzt der Chase. Jetzt der Chase. Jetzt der Chase! Yes, sir! In so einem wichtigen Spiel. Oh, ich glaube, das sind viele Punkte, Chat, für die Wette. Ah, der Kick ist nicht optimal, aber geht. 14-7. Schön. Wir führen, aber wir haben auch schon mal eine Two-Score-Führung hergegeben, also endlich mal ein guter Kick. Dürfen nicht abheben. Man. Alter, immer Akers. Wahnsinn, wie der durchflutscht die ganze Zeit, ne? Zweiter und eins. Hoppala, hingefallen, da mit einem Spieler. Es ist wieder Horn! Oh mein Gott! Ich habe extra spät gewechselt, diesmal. JC Horn! Also Lamar Jackson spielt ja kompletten Bullshit hier. Aber wir sehen aber, dass das aber eine Int wird, ist halt hart.
So, und jetzt Momentum mitnehmen, Freunde, passt auf. Momentum mitnehmen. No! Schade. Schade. Puh. Weiter geht's. First down. Ich will jetzt das Big Play. Chat, ich will das Big Play. Ich will die jetzt brechen. Whoa! Schwierig. Gut verteidigt. Ich will zu viel wahrscheinlich, ne? Ich will zu viel. Kennt mich ja. Schön, KJ Hamler. Das waren zwei. Come on, Hansi. Na, 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 come on, Hansi. Okay, Mu, verstehe. Mu, was würdest du mir geben, wenn es dabei bleiben würde? Ich frage für einen Freund. Ja, ein bisschen zu früh den Truck-Move gemacht, schade. Und der nächste Verletzte, unser Tackle Jenkins. Kolibris und Brokkoli. 2017, beziehungsweise, das muss jetzt ein schönes Play werden. Schade, ein bisschen unter Druck gewesen. Das war nix. Ganze O-Line geht kaputt. Ja, schon der zweite. Oh, wichtig! Der war wichtig. Boah, auch verletzt. Nicht gut. Und nochmal Play Action. Achso, Thomas Warning erst. Dann vielleicht doch was anderes. Walde fordert den Sweep. Ich habe Bock auf dem Booker Play. Oder Chase. Da ist der Booker! Unser Rookie. Wir jubeln, wir lassen die Zeit auslaufen. Also runternehmen. Nein! Gut verteidigt schon wieder. Schade. Gefällt mir alles nicht so. Puh. Wild. Aber mit Fields noch irgendwie gerettet. Sehr schön. Gut geklärt, sag ich mal. Komm, dann gönne ich euch mal den Jet Sweep, der hier nicht ist. Wo ist denn der? Ach, da rechts. Als Einzelnen. Let's go. Kadarius Toney. Auf den Call von Walde. Let's try it. Walde, bist du nervös? So, Walde. Das war dein Call jetzt, ne? Schade. Lass die Zeit laufen.
Nee, 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 Mu. Etienne dreht sich da so komisch. Wir nehmen keinen Timeout. Dritter und 6. Nicht zu viel Zeit laufen lassen. Schwierig. We try. Hat ihn! Wo sind wir? 1-Yard-Linie? An der 1-Yard-Linie, aber First Down. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Alter, starkes Play. Dann, ja, sneaken wir uns rein, oder? Junge, guter Drive. Holy moly. Wir haben ja noch 2 Timeouts. Können das versuchen? Nice. Schöner Drive. Schöner Drive. Volles Momentum. In so einem wichtigen Spiel gegen die Bengals, Alter. 21-7. Wow. Warte, wir flexen kurz. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie Lirim Zendeli beim Event. Let's go. 21-7. Kolibri. Scheiß Ohrwurm schon wieder von dem Song, ey. Curry. Schneesturm? Schick mal ein Bild, Mu. 15 Sekunden. Sie laufen. Jo. Jo. Jetzt nimmt sie noch ein Timeout. Okay, 2 und 5. Was haben sie vor, bitte? Alter! Unser Paramacht. Euer Paramacht. Unser Paramacht. Euer Paramacht. Nochmal Glückwunsch zur Partnerschaft. Hast du dir verdient. Kleiner als 3 und geiles Jubiläums-Event. No. Mr. HX, vielen lieben Dank für die Donation über 10 Euro und den lieben Worten. Freut mich, wenn das Jubiläums-Event dir gefallen hat. Dankeschön. Sehr, sehr süß von dir. F in den Chat bitte. Danke, danke, danke. Küsschen geht raus. Bild vom Mu zum Schneesturm. Hier, Chat. So hart wütet es gerade bei Mu, dass das Bild, was er mir zum Schneesturm geschickt hat. Also wir sehen wild, was da oben im Norden abgeht. Pray for Mu. Ich hoffe, da passiert nichts. So, ein Spielzug noch für die Bengals. Macht das Shreddies, welchen Geschmack? Was passiert hier? Er hat ihn! Oh mein Gott! An der 1-Yard-Linie geht er runter. Junge! Dass das klappt? Heftig. Ja, bin ich bei dir, Best. Junge, Junge, Junge. Bitter. Naja, für mich war's gut, Walde. So, kriegen wir ein Update zu Broncos? Könnten die Broncos bitte verlieren? Das wäre super. Jared Goff leading the way in the victory with 3 touchdown passes. From there we move to H-Town to check on the Texans at home at NRG Stadium. And they were winners in that one as they take care of the visiting Chicago Bears. Elijah Mitchell, a touchdown run in the victory. Broncos spielen, haben verloren, oder? 2017 gegen die Seahawks, gegen die auch noch spielen. Alter, nice. Das gefällt uns. Also wir haben ja hier eine Riesenchance, den ersten Spot der AFC zu clinchen, wie es im Denglisch heißt. Tomsch, Tomk. Dankeschön für dein Follow. Okay, jetzt einfach kein Bullshit machen.
Eigentlich müsste ich laufen, ne? Aber ich mache halt lieber Bullshit. Schön. Tommy Tremble. Komm, wir laufen jetzt ein bisschen mehr. Bisschen die Zeit runterlaufen lassen. Muss auch mal sein, Chat. Wir müssen auch mal ein bisschen clever spielen. 21-7 sind 28 Punkte. Die 12 kriege ich noch hin, keine Sorge. So, Dylan. Ah. Nicht so gut. Nochmal. Ja, Mu, finde ich auch. Das waren 6. Oh oh. Dann jetzt der Cross-Track. Jetzt wird's ein guter Call. Jetzt wird's keine Interception. Vor allem eben hat doch. Wer hat das? Arzt hat geschrieben, links war jemand frei. Wie meinst du mit links? Tremble oder was? Links läuft ja keiner lang. Oh, Flagge, ich hab nicht auf die Zeit geachtet! Da war ich so noch vom Kommentar mit links abgelenkt, der ich nachgeschaut habe. Selber schuld, Mike. Ja, okay, dann dritter und 11. Sorry, Mu. Oh. Das habe ich verkackt. Chat, ich muss eh kurz auf Toilette, sonst spielst du nervös. Ich bin ja als Partner. Mir wurde gesagt, wenn ich aufs Klo gehe, soll ich immer eine Werbung abspielen, weil ihr sonst eh nur einen Stuhl seht und man als Partner bei Werbepausen wohl krass profitiert. Ich wollte das mal testen, deswegen, ich bin eh jetzt eine Minute lang weg. Ihr könnt ja auch gerne von mir aus jetzt kurz irgendwo anders entschalten. Nimm uns nicht den Stuhl. Ich gehe kurz aufs Klo, mach kurz Werbung, bin gleich wieder zurück, geht's weiter mit Madden. Klappt? Ich weiß nicht, ob es klappt. Ihr müsst mir sagen, ob es gleich klappt.
Guess who's back? Ich glaube, ich bin taub. Warum, Joya? Okay, jetzt müssen wir kurz erklären. Hat das funktioniert oder nicht? Also, wer von euch hat Werbung... Hat irgendjemand Werbung gesehen? Hallo Coco, wunderschönen guten Morgen. Hallo Gen X. Also, es kam keine Werbung. Kam Werbung. Okay, das heißt wahrscheinlich, die, die Subs sind, bekommen die Werbung nicht. Und die Non-Subs bekommen die Werbung. Genau, danke Skiller-Player. Wahrscheinlich, guten Morgen, Janni. Also die, die Subs sind, ihr werdet nie Werbung bekommen. Und die, die keine Subs waren, die bekommen eben Werbung. Das heißt, das machen wir jetzt häufiger, wenn ich aufs Klo muss, dass wir Werbung schalten. Ich lasse euch trotzdem Musik an. Die Non-Subs haben da Mucke, die Subs haben da Mucke und die Non-Subs bekommen die Mucke, sobald die Werbung vorbei ist und ich nicht wieder da bin. Was poppen, guys? Was geht, Skiller-Player? Was poppen? Brand new whip just hopped in. I got options. Und dann muss ich den Text noch weiter lernen, um Sheldon zu überraschen. Okay, haben wir das gelernt. Dankeschön für den Follow, Skiller-Player. Gut. Was war das für Werbung? Wofür habe ich gerade geworben an die Non-Subs? Weiß das jemand noch? Ach, Doc Snyder. So, weiter geht's. 21.7. Wir müssen ein bisschen was aufhalten. Ja, für Kolibris. Telekom, was? Nie wieder Werbung. Okay. Let's go. 4.11. Scheiße war das. Wir müssen leider punten. Okay, best, ja. Verstehe. Guter Hinweis. So, wir punten das Teil weg. Okay, also, two scores. Sind wir in front. Dürfen also jetzt nicht zu... zu aggressiv spielen. Weil... Das haben wir auch schon mal hergegeben wieder. Oh, was? Wieso setzt er den Tackle nicht? Scheiße, eigentlich so ein gutes Play. Dann fast auch an Jackson dran. Nochmal. Ja, sie spielen gut. Jackson ist jetzt scheinbar mehr drin. Wir blitzen trotzdem weiter. Oh. Hat er ihn? Oder incomplete? Er hat ihn. Er hat die Füße drin. Junge. Schönen Sonntag, Coco. Dir auch. Alter. Was? Hä? Warum läuft bei der Defense los? Ach, Offense. Okay. Dann alles gut. Erst um 15. Ich dachte schon, meine waren zuerst. Hallo Gosrak. Challengen. Sorry, weil er zu spät dran gedacht. Sah aber schon gut aus. 2007. Gutes Play von denen. Nein. Guter Drive von denen. Guter Drive. Schade. Aber noch alles drin. Ja, Thema. Ja, zwei Spiele noch bis zu den Playoffs. Bengals an 2 gesetzt in der AFC, wir an 3. Es geht also um viel. Der Erstgesetzte, die Broncos haben verloren. Bengals, Broncos und wir haben alle 11-4 als Standing. Also der Gewinner könnte auf den ersten Platz rutschen oder wird auf den ersten Platz rutschen und eine Bye-Week bekommen. Hallo Lukas. Deswegen wichtiges Spiel, wir führen gerade und wir haben eine Wette am Laufen, ob 40 Punkte fallen. Wir haben jetzt 35. Das ist gerade Phase. Wir müssen jetzt ein bisschen punkten.
Warum ist Chase eigentlich nicht mehr aufgestellt? Nein! Nein! Dicker, genau das darf nicht passieren. Warum bleibt Fields da hängen? Ich war so überrascht, dass er hängen bleibt. Junge, der ist so eine Fummelmaschine, der Mensch. Der fummelt so viele Bälle. Jetzt haben wir echt ein Problem. Ich hab's gesagt, ey. Das ist two scores und geht's schnell, wenn man scheiße spielt. Was machen wir, wenn wir spielen scheiße? Warum fummelt er den Ball und warum bleibt er da hängen? 2-1. Scheiße, jetzt müssen wir aufpassen. Wir hatten volles Momentum. Die haben viel mehr Passing Yards als wir. Boah. Der Fumble tut richtig weh. Egal, wir glauben an unsere Defense. Schöner Stopp. 3rd and 2. So, Freunde, jetzt zählt's. Ja, Leute, wir haben mit Fields schon einen Super Bowl gewonnen. So ist nicht. Da ist niemand. Wutz, die haben auch ein krasses Team, ne? Ausgleich wahrscheinlich jetzt, Leute. Das haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Oder ich. 21-21, mehr als 40 Punkte. Oh, das ärgert mich jetzt. Wir haben 21-7 geführt und ich sag's auch noch. Unlucky. Okay, wir müssen erstmal wieder ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Sicherheit gewinnen. Mach mal einen Lauf. Er bleibt wieder hängen, ich raste aus. Ich hasse das, wenn man an einem Spieler vorbeilaufen will und man dann so hängen bleibt. Auch wenn es jetzt ein guter Lauf noch war. So dumm gemacht. Warum ist Chase verletzt oder warum ist er hier die ganze Zeit nicht mehr da? Goslock haben wir schon eine Stunde lang drüber gesprochen tatsächlich. Ich würde das jetzt ungern alles wiederholen wollen, aber ja. Oh. Schön. Krass Rennen. Wir haben eigentlich alles besprochen tatsächlich. 2-1. GG an Leclerc. Wir laufen. Komm jetzt. Schaffen wir es? Jawohl. Oder reicht? Ja. Letztes Viertel. Letztes Viertel. Jamar Chase, also ist er wirklich verletzt, Freunde? Habe ich irgendwas überlesen? Sieht man das irgendwo? Medical Center vielleicht. Ne, Jenkins. Warum, wo ist Chase? Der ist nicht mehr auf dem Feld, oder? Ist das ein Fehler? Nee, aber es ist in jedem Play, ist mir schon eben aufgefallen. Ja, Fumble einfach nicht viel. 80 Yards schon gelaufen. Wieder kein Chase. Schön. Partner in a
Laufen jetzt mal. Da ist er auch nicht. Also wenn er verletzt ist, was schlimm wäre, dann wird es nicht angezeigt, ne? Boah, den Lauf verteidigen sie jetzt viel besser. Ein Jahr hat sogar verloren. Oh, ohne Chase wird das schwierig. Er ist nicht auf dem Platz. Hallo Jambu, ist die zweite. Aber wir spielen Fantasy Draft, deswegen ist das gar nicht so entscheidend. Schön. Okay, Quacke, aber das hatten wir noch nie, ne? Doch wird es Weber lieber, weil Jenkins, der da stand, der hatte sich auch erst in diesem Spiel verletzt. Deswegen müsste er da angezeigt werden. Jenkins hatte sich auch erst gerade verletzt. Mach mal Ausrufezeichen Madden, Jambu, wie es in der Headline steht. Dann wird es dir angezeigt. Injury Timeout, Pain, vierte verletzt in diesem Spiel. Dann siehst du unsere Infos zu Madden. Da, Jamar Chase. Hä? Wenn ich Chase auswähle beim Gameplan, kommen Plays, guck mal, von Judy. Das ist doch ein Bug. Wenn ich Judy auswähle, kommt Tony. Hä? Das hatte ich noch nie. Das kann nicht richtig sein. Also wenn ich auf Chase gehe, kommt dann nicht Plays von Judy. Wenn ich auf Judy gehe, kommt nicht Plays von Tony. Nein, falscher Cut. Ich glaube, das ist ein Fehler. Zweiter und 8. Ne, Etienne ist aufgestellt als Receiver. Aber guter Drive. Dritter und Inches. Machen wir den Sneak. It's not a bug, it's a feature. Okay. Ja. Komm, wir sneaken uns einfach zum Touchdown. Bitte fummel den Ball nicht viel, bitte. Wir sneaken uns einfach back to back zum Touchdown. Let's go. Madden ist so geil. Jawohl, wichtig. Guter Drive. Kick off middle. 3 Minuten. Accurate kick. Bam. Ja, der ist gut. Na gut, die haben 3 Minuten 53. Heißt, selbst wenn die schnell scoren, bekommen wir den Ball wieder. Wenn sie sich Zeit lassen und es clever machen, dann könnte es eine Overtime geben. Let's go. Akers ist halt eine Maschine in dem Spiel. 2. und 3. So, wir brauchen jetzt einen Miles Garrett Play. Komm, JC Horn schon 2 Interceptions. Ah, okay, es kostet alles Zeit. Vielleicht ist das Spiel auch gerade ein bisschen buggy einfach. Schöner Block. 2. und 8. Karl Beni. Wunderschönen guten Morgen, 11.39 Uhr. Guten Tag. Hallo. Oh Gott, sie laufen. Schön gestoppt hier aber. 2-Minute Warning wird kommen. Die nimmt Zeit runter. 3. und 4. Dritter und 4. 2-Minute Warning. Puh. Crucial Moment, wenn wir sie hier stoppen.
So, All-Out-Blitz, Mann. Rein da jetzt. Stoppt Akers. Nein! Was macht die KI? Digga. Wir haben es halt riskiert. Aber warum die KI da springt, keine Ahnung. First and goal. Die Bengals mit einer riesen Chance. Die schaffen's! Crucial Moment eben gerade. Dritter und vier und wir verkacken's. Aber die KI ist auch richtig dumm gesprungen. Aber okay, alles gut, Chat. Wir können jetzt mit Clock Management das Spiel sogar gewinnen. Vielleicht war das sogar besser. Wir dürfen es halt jetzt nicht verhauen. Jetzt haben wir die Riesenchance, das Spiel zu gewinnen. Hallo, Air Raid Offense. An die 25. 1,27. Leider ohne Chase. So dumm, aber egal. Schön. So, Jerry Jeudy. This is your time to shine, Alter. Jerry Jeudy. Oder einfach mit Fields ein bisschen laufen. Komm, 96 Yards, Junge. Was ein Spiel von ihm. Also läuferisch krass. Der Fumble tat halt weh, aber sonst mega Spiel. Wir brauchen eigentlich nur das Field Goal, ne? Gosrak, wir haben ja auch einen Fantasy Draft, ne? Also, das sind nicht die echten Spieler pro Verein. Weißt du doch eigentlich auch, oder? Oh! Schade, wenn Hamler den fängt. Also Fields ist ja auch nicht bei Miami, ne? Und unser Kicker ist Rodrigo Blankenship. Hat er den? Nee. Scheiße, Booker, den hättest du fangen können. Boah, wir sind nicht in Field Goal Range. Oh oh, Chat. Da haben sie. Der Moment ist gerade nicht gut. Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was du meinst. So, Konzentration. Nein. Nein! Nein! Werf ich's weg. Das Problem war, dass der Druck schon kam. Wenn ich nicht werfe, werde ich gesackt. Und ich wollte es halt unbedingt probieren. Und jetzt werden die das Spiel gewinnen. Die werden jetzt hier das Field Goal nehmen. Und wir verlieren dieses Scheißspiel, was wir hätten gewinnen müssen. So eine riesen Chance gehabt. Oh, ärgert mich das. Ärgert mich das. Aber ich habe zu viele Fehler gemacht in diesem Spiel. Ach komm, ich mach mit Blitz und er geht durch die Mitte durch. Injury Timeout. Ja, es wäre schon clever, sie in den Touchdown machen zu lassen, Janni, aber die laufen jetzt eh die ganze Zeit. Also ich kann nichts machen, die KI sackt ihn ja.
Dritter und elf. Vielen lieben Dank, Fabian. Musst du aber natürlich nicht machen. Hallo, mittelgroßer Goblin. Dankeschön, Hansi, für 5 Gifted Subs. Küsschen. Ja. Tut weh. Tut weh. Oh, so eine riesen Chance. Und jetzt haben wir verloren. Und das ist sehr, sehr bitter jetzt für die Playoffs.